Hallo meine Lieben, was ihr noch nicht wisst, aber wir schon, wir stellen das Vlog-System um. Was bedeutet, ihr kriegt jetzt von jedem von uns eine Lesewoche. Wir wollen mal gucken, ob das gut funktioniert. Was aber dann bei Flöten gehen würde, wäre die Goodreads-Zeitreise. Also haben wir uns überlegt, dass es doch eigentlich auch sinnvoll wäre als Einzelvideo, weil nur weil wir die Bücher vor ein paar Jahren gelesen haben, sind sie ja nicht schlecht. Und vielleicht rufen wir euch jetzt Bücher auch in Erinnerung, die euch damals vielleicht gar nicht angesprochen haben, aber jetzt seid ihr in einer anderen Lesephase und ihr sagt, hey, das könnte mir gefallen. Also warum nicht? Ich denke, dass alte Bücher genauso wertvoll sind wie neue Schätzchen. Und ja, uns macht es natürlich auch Spaß, mal wieder die Straße der Erinnerungen hinunterzugehen und mal sich an die Bücher zu erinnern, die man in all den Jahren gelesen hat. Und ja, vielleicht entdeckt ihr Schätzchen, vielleicht entdecken wir wieder Schätzchen, die wir entweder rein, die wir weiterlesen wollen, endlich mal oder ne? Und ja, ich habe mir die Bücher jetzt auch gar nicht weiter angeguckt. Ma hat sie sich noch gar nicht angeguckt. Das kann nur ein Desaster werden, ich weiß es. Ja, und deswegen wollen wir auch noch mal gucken, welche sind in Erinnerung geblieben. So, aber bevor wir das können, hier steht irgendwo Dauerwerbesendung, weil wir eure Kaufentscheidung mit diesem Video beeinflussen könnten. Unten in der Infobox findet ihr Links, damit ihr nicht mitschreiben müsst und alle nötigen Infos. Und ihr findet. Nee, Zeitstempel findet ihr bei diesem Video mal nicht. So, dann würde ich sagen, fangen wir auch sofort an. Es ist jetzt vom letzten Samstag, das war dann der 14. bis zu diesem Samstag, das wäre dann der 21. die Bücher. So, am 14. Januar fangen wir mit dem Ältesten an. Das ist von 2017, das hat Mar gelesen und das war der Besuch der Kaiserin. Oh, ich erinnere mich. Ja, das ist ein Volltreffer, habt ihr es gehört? Ein Volltreffer, sie erinnert sich an ein Buch. Ja, das ist immer schön. Manche vergesse ich auch einfach. Ja, Oder ich gut. menge die zusammen Ja, irgendwann. überleg dir mal 2017, 6 Jahre zurück. Das ist natürlich etwas, wenn du dich jetzt noch gut an ein Buch erinnern kannst, ist es gut in deinem Gedächtnis geblieben. Also Ja. bei der Menge, die man so liest und wo die man abbricht auch. Es sind ja immer nicht nur die zu Ende gelesenen Bücher, die man im Kopf hat. Finde ich, ist das schon erstaunlich, wenn dann nach 6 Jahren immer noch ein Buch man sich gut daran erinnert. Es geht also um Kaiserin Sissi, die immer nach England gereist ist mit ihren Pferden, um dort halt reiten zu können. Also in Österreich war sie ja viel zu sehr beobachtet und so weiter, und sie hat dann halt an diesen Jagden und so weiter teilgenommen. Sie lernte da, also ich glaube, sie hatte dann auch einen persönlichen Betreuer oder ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, der musste jedenfalls immer mit ihr mitreiten. Und der war befreundet, liiert mit irgendwie einer Fotografin, die das alles wahrscheinlich nicht so toll fand. Aber was ich eben sehr erstaunlich fand, dass auf der gleichen Zeitschiene wie Elisabeth war auch Queen Victoria. Und die beiden waren sich nicht ganz so rosarot. Aber sie mussten sich ja nun besuchen. Also wenn Elisabeth nach England kam, war sie ja mehr oder weniger der Höflichkeit halber gezwungen, Queen Victoria halt ihre Aufwartung zu machen. Also es geht halt um diese, Respekt zu zollen. ja, um diese Reiterei und um diese Fotografin eben auch. Und ne, ja. Gut, das nächste, wir sind wieder bei dir, wir sind fast nur bei dir, ist der unsterbliche Alchemist. Den hast du 2021 gelesen, den ersten Teil. Ja, und der hat mir total gut gefallen. Ich habe Das war immer ein den Tipp von mir. zweiten Teil da stehen, immer griffbereit, aber irgendwie kommt immer was dazwischen geschossen. Es geht halt um Nicolas Flamel, es geht aber auch um seinen Gegenspieler in diesem Moment, John Dee. Und John Dee war ja der Zauberer von Queen Elizabeth I. Und er hat für sie ja irgendwelche Beschwörungen und so weiter gemacht und in die Zukunft geguckt und ich glaube sogar mit Engeln irgendwie oder Dämonen Kontakt gehabt, irgendwie sowas. Also den hat es wirklich Er war der gegeben. Magier der Königin. Ja, er war, ist also auch historisch belegt. Ich weiß nicht, ob Nicolas Flamel wirklich Ja, belegt ist, ja, ne? aber der hatte dieses Armenhaus, glaube ich, auch. Und er hat die Leute bewirtschaftet, der gute Nicolas Flamel, in diesem Haus in Paris. Ich glaube, Paris, weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Jedenfalls hat er die Leute für eine Übernachtung da und für eine Mahlzeit, das, was er dafür haben wollte, war, dass sie für seine Seele beten. Ja, hab das. Und die Unsterblichkeit kam, glaube ich, auf diese Legende, weil er halt, man hatte schon gemunkelt, dass er ja daran sitzt und sein Grab war leer. Oh.
Irgendwie sowas. Ich weiß es jetzt nicht. Würde ich mal vermuten. Also es ist zumindest das, was in meinem Gehirn über Niklas Flamel hängen geblieben ist. Okay, ihr kennt Niklas Flamel natürlich aus dem ersten Harry Potter, Stein der Weisen. Mhm. Und hier ist er halt, ich glaube, er ist ein Buchhändler. Und zu ihm, er hat einen Praktikanten. Das ist ein Junge, der hat noch eine Zwillingsschwester, die arbeitet gegenüber im Café. Also die jobben da, wollen irgendwie einen Führerschein machen oder so. Und dann kommt es halt zu mehr oder weniger einem Überfall einmal auf die auf diesen Bücherladen und halt die Frau von Niklas Flamel wird halt entführt. Und dann geht's ab in die Welt der Götter, Mythen und so weiter. Alles in San Francisco, wenn ich mich richtig erinnere. Und es hat mir mega gut gefallen. Fand das ganz, ganz großartig. Ich habe mir gleich einen zweiten Teil gekauft. Aber wie ihr seht, ich bin noch nicht weiter. So, der und ich habe es auch gelesen. Ich habe es damals gelesen, als es rausgekommen ist. Da gab es auch noch keinen zweiten Teil. Ich hatte diese Reihe im Blick und hab's gelesen, hatte gesagt, Ma, das musst du lesen, das ist eher was für dich. Aber Ma hatte sich dann gesträubt und hat gesagt, nee, das ist nichts für mich und so weiter. Und Jahre später habe ich sie angetragen und ich hatte recht. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Und das nächste Buch, da hatte ich auch total recht. Das war nämlich Keeper of the Lost Cities Band 1. Genau, das hatte nämlich Sina auch erst, ich weiß nicht, du hast es gehört? Ich habe es gehört. Du hast es gehört, du hast zu mir halt gesagt, komm, das ist was für dich, hör da mal rein. Aber ich habe gedacht, nee. Da bist du restlos aufgedingst. Und ich wusste, dass es für sie was ist. Ich wusste es. Ja, aber es waren mir einfach zu viele Namen, zu viel. Und dann habe ich gesagt, okay, das hört sich alles super interessant an, aber sowas muss ich halt lesen. Und dann habe ich mir das Buch gekauft, ja, und alles Weitere ist Legende, wie ihr wisst. Es Keeper war ja auch irgendwie ein Weihnachtsgeschenk, das Buch. Ja. Also Keeper of the Lost City ist halt ein großes Thema bei mir geworden. Ich habe das super gern gelesen. Zwei Teile gibt es nur noch. Dann bin ich leider damit durch. Aber die sind noch nicht raus. Im Juli kommt, glaube ich, der nächste Teil. Und dann kommt noch einer, aber der ist noch nicht mal geschrieben. Ja, und dann ist es fini, vorbei. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich kann Hörbuch ganz gut hören, wenn es entweder sehr simpel ist, also sehr überschaubarer Cast, oder aber wenn ich die Charaktere kenne. So, kommen wir zum nächsten Buch. Und das ist von 2017. Also jetzt sind wir am 15. Wir sind einen Tag weitergerutscht. Am 15. Januar hat Ma ausgebucht, 2017, Flitterwochen in der Hölle. Dieser Romantic Thriller. Du erinnerst dich? Ah, ich glaube, das ist mit so einer kleinen Insel. Ja. Und da gereist. Du weißt, diese Frau mit dem gelben Kleid vorne drauf. Ja, ja. Also wenn... Es kann natürlich ein ganz anderes Buch sein. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es das ist. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir es euch einblenden können gerade, ob das irgendwo auffindbar ist. Also es ist halt... Ich weiß auch nicht, wo es bei uns im Regal steht. Ich weiß, dass wir es noch haben, aber ich weiß nicht, wo es steht. Es ist halt die Geschichte von einem Ehepaar, die gerade frisch verheiratet sind. Er ist sehr reich, er hat eine Privatinsel und da wollen sie halt die Flitterwochen verbringen. Und dann wird es da spooky, er verschwindet dann auch, glaube ich, direkt. Entweder er oder sie, einer von beiden. Und es war spannend. Ja, es ist so ein kurzer Romantik-Thriller halt, ne? So, okay, das nächste, was ich dann gelesen hatte, war Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben. Auch von 2017, da geht es um Depressionen. Das ist von Matthaik halt die Geschichte, das ist ein Sachbuch. Und ich fand es ja nicht so toll, aber darüber hatte ich ja in einem der letzten Vlogs geredet. Und ich möchte euch jetzt nicht langweilen. Also Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben, ist zwar von allen ziemlich gehypt worden, aber für mich war es jetzt halt nichts. So, dann kommen wir zu 2020. Und bei 2020 habe ich tatsächlich was ausgebucht. Das war Skandalöse Affäre mit dem Milliardär. Immer Milliardär, nicht Millionär, Milliardär. Und auch darüber hatte ich geredet. Das war ein Julia-Roman. Es hat mir ganz gut gefallen. Also so ein Julia-dünnes Heftchen. Ach, ich habe irgendwas im Auge. Und es war jetzt nichts Besonderes, aber dadurch, dass ich ja erst im Vlog drüber geredet habe, lasse ich das jetzt auch. So, dann kommen wir zu 2021. Ja, 2021 hat Madame wieder was gelesen und das war das Windsor-Komplott. Oh, das Windsor-Komplott. Das war das pinke Buch, ne? Ja. Ja, das ist das schicke pinke Buch mit den Beinen der Queen und dem Corgi und ihrer Handtasche natürlich. Und ich muss sagen, dass ich das Buch überhaupt nicht mochte. Ich fand, dass der... Erstmal hat sie nicht wirklich da irgendwie mit ermittelt oder so, wie es irgendwie auf dem Klappentext stand. Das andere war, dass ich es
vom Fall her nicht passend für die Queen fand, irgendwie. Der ganze Mordfall und so weiter, ich fand es einfach nicht gut. Also das war so ein Buch. Und wir hatten uns so drauf gefreut, ja, alleine wegen dem Cover, weil wir es total toll, ja, fanden. Aber es, du wegen dem Pink, ich wegen der Queen und dem Corgi. Aber gemeinsam haben wir gesagt, das sieht lesenswert aus, unbedingt. Ja, aber es hat halt nicht gezündet. Dazu gibt es aber auch eine Besprechung, denke ich, im Netz. Wenn wir Besprechungen zu den einzelnen Büchern abgedreht haben, findet ihr die natürlich auch unten in der Infobox. So, dann könnt ihr euch nochmal näher halt damit beschäftigen. So, dann sind wir auch schon bei letztem Jahr. Und bei letztem Jahr haben wir stehen Silken Spell. Auch darüber habe ich im letzten Vlog geredet. Und einem der letzten Vlogs. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich im letzten war. Und Silken Spell ist halt die Geschichte von Elfen, von einer Elfe, die halt, deren Mutter entführt wurde, weil sie das Kind vor den anderen Elfen halt schützen wollte. Sie ist so ein Mischwesen aus Mensch und Elfe. Und dann hat man ihre Mutter als Druckmittel entführt und sie versucht jetzt halt an ihre Mutter ranzukommen. Ich fand es sehr, er hatte sehr, sehr gute Ideen, nur am Ende war zu viel Schlachtengetümmel. Es geht hoch nach Schottland auf die Isle of Skye und insgesamt kann ich es euch eigentlich empfehlen. Ich habe es auch viel besser, glaube ich, in Erinnerung, als ich es damals besprochen habe. So, und dann hat Ma letztes Jahr gelesen The Inheritance Game. Okay, wenn ihr es nicht kennen solltet, es geht halt um ein Mädchen, das aus heiterem Himmel eine riesengroße Erbschaft bekommt. Das heißt, dazu gehört ein Herrenhaus, Hotels, ach, tausende von Autos und Privatjets und alles Mögliche. Also stinkestankereich. Allerdings gibt es halt auch noch ein paar Erben und vor allen Dingen, sie kennt den Mann überhaupt nicht, der ihr das vermacht hat und sie weiß auch gar nicht, aus welchen Gründen er das getan hat. Er bringt sie damit in Gefahr und es ist alles ziemlich undurchsichtig. Dazu gibt es dann noch so eine Dreiecksbeziehung, also nicht eine Dreiecksbeziehung, es könnte eine werden oder sie entscheidet sich mal für irgendwen. Aber ich fand es gut gemacht, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich bin ja nicht so der Rätselheini. Das fand ich wirklich gut, aber für mich war die Geschichte dann erstmal zu Ende erzählt. Das passiert bei mir. Also, dass ich dann auch wirklich sage, so, für mich hat das gerade ein befriedigendes Ende und dann ist es auch gut. Beim zweiten Teil gehen die Meinungen auch extremst auseinander. Manche fanden es total dämlich, aber es ist ja immer so. Vor allen Dingen, wenn ein Buch ja viele Leute lesen, weil es gehypt wird, gehen die Meinungen natürlich eklatant auseinander. Ne? Aber den zweiten Teil habe ich jetzt nicht ganz so viel Gutes von gehört. Ich glaube, ich habe einen gehört, eine Stimme, die den zweiten Teil gut fand. Aber ansonsten, naja. So, dann rutschen wir mal einen Tag weiter. Und dann kommen wir zu 2018. Das erste ist dann jetzt Zwei Herren am Strand. Ja, und Zwei Herren am Strand fand ich mega interessant. Es geht halt um Charlie Chaplin und Winston Churchill. Die beiden würde man ja nicht wirklich so miteinander in Kombination bringen, aber die beiden hatten einen Deal. Sie haben ja beide unter schweren Depressionen gelitten. Churchill nannte seinen ja den schwarzen Hund. Ich glaube, Chaplin hatte keinen wirklichen Namen dafür, außer Depression. Und die beiden haben eben verabredet, wenn es dem einen so schlecht geht, dass er ernsthaft kurz davor steht, sich das Leben zu nehmen, dass der andere alles stehen und liegen lässt und dahin reist, um den anderen halt wieder aus den Depressionen zu reißen. Das haben sie auch tatsächlich gemacht und ich fand das eigentlich sehr, sehr interessant, dass zwei so sehr unterschiedliche Menschen über diese Krankheit halt so eine starke Verbindung gehabt haben. Ja. Und ja, also das ist, wenn ihr euch mit diesen Themen halt mal auseinandersetzen wollt, das ist also keine Fiktion, es ist wirklich so passiert, das beruht halt. Aber es ist ja eine Romanbio, ne? Es ist eine Romanbio, die aber, ich weiß nicht, es ist der irgendwie Enkel, keine Ahnung, auf alle Fälle irgendwelche, es stützt sich halt auf Briefe, Tagebucheinträge, solche Sachen. So, dann 2019. Ich denke mal, ich habe es gelesen. Ich habe nicht dazu geschrieben, wer es gelesen hat. Und ich weiß auch nicht, welcher Teil. Aber da ich nicht einen Teil hintergeschrieben habe, denke ich einfach mal, dass es der erste ist. Johnny Sinclair 2019. Und ich muss sagen, Johnny Sinclair, ich war begeistert. Ich habe dann den ersten und zweiten Band gelesen. Ma hat den ersten, zweiten und dritten. Den dritten fand sie jetzt auch nicht mehr so toll. Na gut, dass ich mir gleich von vornherein gespart habe. Aber die ersten beiden Bände fand ich klasse. Ja. Es ist ein Kinderbuchreihe.
Es geht hoch nach Schottland auf eine verspukte Burg. Ihr habt Erasmus den Totenschädel, der total witzig und süß ist. Und dann habt ihr noch ein Kindermädchen, das Voodoo praktiziert. Und es geht halt um Geisterjäger. Und es ist halt ein Kinderbuch. Und ich finde, es ist ein tolles Kinderbuch, das richtig Abenteuerfeeling auch aufkommen lässt. Und ja, ich kann euch Johnny Sinclair absolut empfehlen. Ist für mich ein Top-Kinderbuch. Ja, also die Empfehlung bekommt ihr von mir gleich mit. Es ist wirklich richtig spannend und toll geschrieben. So, 2022 habe ich dann an dem Tag ausgebucht, Heart of Texas, Der Himmel so frei. Das war ein eher kurzer Roman über einen Cowboy, der halt, hatte der sich jetzt was für schön kommen lassen? War der im Knast oder nicht? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Jedenfalls fängt er auf irgendeiner Ranch an. Es gibt Probleme. Warum hast du den eingestellt und so weiter und überhaupt mitgenommen? Und das Einzige, was wirklich interessant war in diesem Buch, war, dass da eine Geisterstadt drin vorkam. Und ich dachte immer noch, dass mit dieser Geisterstadt irgendetwas ist, ne? Weil, na, irgendwie war das ein sehr aufgeladener Ort. Es wurde auch gut beschrieben, aber Pustekuchen. Es ist vollkommen in die Nebensächlichkeit gerutscht. Und ja, das ist der Auftakt zu einer Reihe, die ich dann auch nicht weiter verfolgt habe. Es war ganz nett zu lesen, aber es ist jetzt nichts, was ich euch wirklich empfehlen würde. So, dann das nächste ist dann der 17. Wir sind am 17. Januar und jetzt gucke ich mal, was das Älteste ist. Das Älteste ist Madame Josette und ein Dorf steht Kopf. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es das Erste ist oder das Zweite. Ich weiß nicht, wie viel Teil es davon gab. Es handelt halt von einem kleinen französischen Ort und ihr habt ein Restaurant und ich glaube, das wird von Engländern übernommen, also von einem Ehepaar. Natürlich französische Küche und dann kommen Engländer daher. Es kann ja eigentlich nicht gut gehen. Also ich glaube, damit fängt es an. Ein Dorf, ach, ist ja auch egal. Ich komme eh nicht drauf, wie der erste Teil hieß oder ob das der erste Teil war. Ich mochte den ersten und den zweiten Teil ganz gerne, aber dann war für mich auch irgendwie die Luft raus. Ich glaube, da kam aber auch nichts mehr. Das weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung. So, ich habe gelesen Die Traumweberin. Das war 2017 und das geht da halt sehr um Trauer. Es ist eine Liebesgeschichte in Cornwall. Es geht halt um Verlust, es geht ums Jenseits, es geht um Leben nach dem Tod, es geht um Träume. Es hat so einen leichten magischen Touch. Geht das dann in den Bereich magischer Realismus, weil es noch sehr erdgebunden ist? Ich weiß es nicht. Ich fand es damals klasse. Es war auch damals, glaube ich, eines meiner Jahreshighlights. Heutzutage würde ich es nicht mehr lesen, weil es mich zu sehr... Ich beschäftige mich nicht gerne mit den Themen, aber damals war es halt das richtige Buch. Es hat mich berührt. Ich fand es wunderschön. Heutzutage würde ich es halt nicht mehr lesen, aber das war im letzten Vlog. Das war definitiv im letzten Vlog, deswegen höre ich jetzt hiermit auch auf und gebe weiter an Mar, weil die hat 2020 gelesen The Plus One. Ja, The Plus One. Oh mein, ich habe ein besseres Gedächtnis, als ich allgemein immer denke. Ja, man stellt dich auf den Prüfstand und dann kommen die Bücher raus. Also, ja, also es gibt sie auch Bücher, ein bisschen, die sind sie war ein bisschen nervös, weil sie die Bücher vorher jetzt nicht gekannt hat, ob sie sich nicht sagt, ob die, ich kann mich daran nicht erinnern. Und weil nicht ich habe wirklich nicht nachgeguckt, was da auf mich zugerutscht kommt. Also The Plus One handelt halt von einer Frau, die irgendwie zu einer Hochzeit gehen will, muss und sie hat keinen Begleiter und ihr wisst ja, wie das ist. Für solche Gelegenheiten ist es immer gut, wenn man jemanden an seiner Seite hat. The Plus One. Man kriegt ja dann auch die Einladung mit Plus One. Ja. So, und sie arbeitet in einer Firma für Roboter und sie überlegt sich dann, sie bastelt sich einen Mann zusammen. Das macht sie auch. Und der Mann war tatsächlich perfekt. Allerdings hatte sie ihn natürlich auch programmiert, dass er sie liebt, dass er charmant ist, dass er all die Dinge tut, die sie gerne mit ihm machen möchte. Ich muss sagen, ich fand das Buch sehr interessant. Also für mich waren da interessante Gedankengänge drin, beziehungsweise Gedanken, die ich mir halt darüber gemacht habe. Aber ich war mit dem Ende absolut nicht einverstanden. Ich fand das doof. Also tut mir leid, das Ende hat es mir versaut. Hat das ganze Buch vergurkt. Ja, ich fand es einfach... Also es war nicht in meinem Sinne beendet worden, sagen wir es einfach mal so. So, rutschen wir einen Tag weiter und dann zum 18. Und das älteste Buch, was ich hier jetzt stehen habe, ist von 2013 tatsächlich, Der Rubin im Rauch. So,
Den habe ich gelesen, ne? Ja. Philipp Pullman. Mhm. Ja, schön. Wir haben sogar die Serie gesehen. Die BBC-Serie. Ja, egal. Es ist nichts hängen geblieben. Ich weiß nur, dass die von diese Billy Piper von Doctor Who mitspielt. Ansonsten. Ich weiß auch, wie das Cover aussieht. Es ist ein Sally Lockhart-Krimi, wenn ich mich richtig erinnere. Wow. Applaus aber für das Gedächtnis. Ich glaube, von Sally Lockhart, die Eltern sind bei einem Schiffsunglück verschwunden. Hört sich richtig an. Kann sein. Der Vater zumindest. Auf alle Fälle ist es so, Leute, fragt mich nicht. Ma hat es, es geht um. Ma hat es auf dem Sub wieder liegen. Also Ma hat es wieder auf dem Sub liegen. Ja, ich habe es ja wieder stehen. Mittlerweile hat sie die Trilogie. Ja. Ich glaube, es war eine Trilogie oder kommen da noch mehr Teile. Glaube, aber sie hat jetzt alle zusammen, aber das auch schon seit Jahren. Hat sie das nicht auch irgendwas mit so einem Fotografen zu tun? Ja, ja, oder irgendwie sowas. Dunkel. Also auf alle Fälle, ich glaube, es geht auch um diese Opiumhöhlen und solche Dunkel Sachen. Dunkel war es aber auch wirklich, das Buch. Das muss man auch dazu sagen. So, 2013 habe ich die Dog Diaries gelesen. Auch da habe ich mir nicht dazu geschrieben, welcher Teil das war. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass es der erste war. Es ist halt für wie Gregs Tagebuch nur für Mädchen gemacht im Anime-Style. Und ich mochte das. Es hat mich halt zurückgeführt in meine eigene Kindheit mit den Tagebüchern, wo drin gemalt wurde, auch im Anime-Style. Das war halt etwas, wo Resonanz war und gut, mehr kann ich euch dazu jetzt auch nicht sagen. So, dann kommen wir zu dem Jahr 2018. Da hat Mar gelesen von Ben Aranovic das Wispern in der Baker Street. Ganz ehrlich. Es ist ein Teil. Es ist ein Teil. Und es geht halt um, ihr habt halt eine kleine Abteilung der englischen Polizei ist halt für übersinnliche Phänomene und es gibt halt einen Magier, der das Ganze noch leitet und er bekommt jetzt einen Officer halt, der Magie jetzt bei ihm lernt, um das Ganze im Griff zu behalten. Und es ist eben sehr magisch. Ihr bekommt es mit Einhörnern zu tun. Es ist halt auch die Flüsse von London. Damit beginnt ja das Ganze. Ihr habt dann Mama Themse oder Papa Themse. Hört sich im ersten Moment ziemlich dämlich an. Aber es sind halt die Flussgeister mit ihren Kindern, die halt die verschiedenen Arme der Themse halt auch sind. Das sind immer die Kinder. Die haben ihre Bereiche, ihre Bezirke, wo sie halt für Ordnung auch sorgen oder wo sie halt regieren, wenn wir es mal so sagen. Ich muss sagen, dass ich die Fälle total gerne gelesen habe. Ich bin da jetzt aber, glaube ich, auch im Moment nicht auf dem Laufenden. Müsste ich mich mal wieder aufs Laufende bringen. Allerdings war es dann, glaube ich, im letzten Teil, ja, da wurde dann jemand schwanger und ich weiß es nicht mehr. Also auf alle Fälle fand ich das, glaube ich, nicht mehr ganz so faszinierend wie am Anfang. Das ist eben auch schwierig, wenn 6, 7, 8 Teile gelesen wurden. Also es war jetzt nicht so, dass ich sofort geschrien habe, wow, da kommt ein neuer raus, den muss ich haben. Bis zu dem war mein Interesse riesengroß. Es kann natürlich auch einfach sein, dass mein Interesse sich wieder gewandelt hat. Das kann natürlich auch sein, oder ich eine schlechte Zeit gerade gehabt habe. Mag alles sein. Ich überprüfe das bei Gelegenheit. So, dann 2022 habe mal gelesen an dem Tag, ausgelesen an dem Tag, der Zauber von Imada. Ja, der Zauber von Imada. Der zweite Teil wartet auf mich. Der steht auf, eigentlich war der für diesen Monat fest vorgesehen. Ich hatte das von Sina ja noch bekommen. Ihr habt halt eine Hexenfamilie und es geht hauptsächlich um die jüngste Tochter, die... Ich weiß gar nicht, was sie kann Dinge wiederfinden. Genau, sie kann Dinge wiederfinden. Das war ja der erste Teil, worum es da ja hauptsächlich ging. Ihre Schwestern sind sehr begnadet in ihren Sachen und diese Gabe, diese Magie wird halt nicht so hoch angesehen. Und sie hat einen Dunkelseher, also jemand, ich weiß nicht mehr genau, wie es mit seiner Wahrsagerei funktioniert, Arno dazu mal. Und der lebt in so einem kleinen, ich glaube, so einem verrückten Baumhaus. Und ja, also es ist jedenfalls total... Man ist ganz begeistert von dem Kleinen. Ja, von Arno dazu mal. Und vor allem, sie hat auch eine Katze, die eigentlich sagt, ich bin ein Monster. Das Monster unterm Bett sozusagen. Aber sie hat eigentlich mehr von der Katze als von einem Monster. Und das hört sie nicht gerne.
Ja, dann kommen wir, rutschen wir weiter zum 19. Januar und da hat man ausgelesen House of Night Teil 1 2021. Wer kennt es nicht, Leute? Dennis Scheck, ich weiß, dass es jedes Mal in die Tonne getrümmert hat, die House of Night Reihe. Das ist, war ja schon eine persönliche Beleidigung, dass er diese Bücher zeigen musste. Ich sehe es als persönliche Beleidigung, wenn man Bücher in die Mülltonne haut. Das ist eine persönliche Beleidigung für die Leser, die diese Bücher eben gerne lesen. Und ich muss sagen, Dennis Scheck, es tut mir so leid, aber ich habe es auch total gerne gelesen. Ich habe mir dann auch noch den Rest der Reihe geholt, aber wie es wieder so kam, bin ich erstmal nicht weitergekommen. Es geht halt um ein Mädchen und ich glaube, sie wird irgendwie, erscheint so ein Zeichen. Sie Mond, ist dann jedenfalls. Ich habe es nämlich auch gelesen. Sowas. Viele Jahre vorher. Ich habe es tatsächlich auch gelesen. House of Und Night. Sie hat nur eine Chance. Sie kann nur überleben, wenn sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt muss sie halt ins House of Night. Das ist eben auch wie ein Internat oder wie eine Schule eben eintritt, damit sie lernt halt mit ihren Gaben auch umzugehen und ja. Aber die Vampire sind eher wie Hexen aufgebaut. Ja, ja, ich fand das jetzt also auch nicht so super. Das ist ein bisschen so, als wenn sie gesagt hätten, okay, wir haben hier einen Hexenroman und der Verlag hat gesagt, hier laufen eher gerade Vampire. Ja. War ja auch die Zeit von Twilight und Co. Also das ist wie bei den Keeper of the Lost Cities. Sie erinnern mich weniger an Elfen als an Hexen, außer dass sie viel mit Kristallen und solchen Sachen was machen. Machen Hexen auch. Genau, aber sei es drum, sie haben die schöneren Häuser. So, dann kommen wir zum 20. Januar und da gehen wir zurück ins Jahr 2017. Da hat Mar ausgelesen, bist du nervös, 2017, du hast ein Buch ausgelesen. Ja, ich kann das gar nicht so gut haben. Ich glaube, es ist... ich fühle mich jetzt echt wie auf dem Prüfstand. Ich glaube, es heißt auch irgendwie die Asperger-Krimi-Reihe oder irgendwie sowas. Es ist Kopf eine Leiche? Eine Leiche verliert Kopf ohne Kragen, ja. Also ich versuche es. Also nur weil du sagtest mit diesem Asperger-Aspekt, es ist also ein junger Mann, der ein Büro eröffnet oder eine Agentur eröffnet. Er löst jedes Rätsel. Ich glaube, so war das. Und dann kommt tatsächlich die Frage auf, dass eine Leiche ohne Kopf, was ist geschehen, wer ist der Täter und so weiter. Ich mochte das total gerne. Das Einzige, was ich nicht mochte, es war teilweise sehr technisch, wenn ich mich richtig erinnere. So das waren deine Kritikpunkte. Ja, irgendwas mit Klimaanlagen und keine Ahnung. Und da habe ich gedacht, Himmel, Herrgott, auch mal bin ich der Technikfreak. Mir reicht es, wenn ich auf den Lichtschalter drücke und das Licht geht an und ich drücke wieder drauf und das Licht geht aus. Ich muss nicht immer alles wissen. Nein, muss ich nicht. So, dann sind wir beim 21. Januar und da habe ich 2020 angefangen mit dem Barbara Cartland Roman. Und ich glaube, das war die Erleuchtung. Ich glaube, es war mein erster Barbara Cartland, den ich gelesen habe. In deinen Armen will ich träumen und er war so quietschendämlich, dass ich so meine Freude dran hatte. Ihr wisst, ich mag B-Movie-Bücher. Also, ja, die nicht der, na, wo ich mich auch einfach drüber amüsieren kann, wie verkitscht die sind oder wie kann ein Autor da schreiben oder wie können Leute das gut finden zu lesen und dann freue ich mich noch mehr und ich finde es dann irgendwie doch gut und ja, hier bei diesem Ding, also Barbara Cartland hat dann ja, ich habe dann ja mehr Barbara Cartland definitiv gelesen, sie war dann auch die Entdeckung für mich, eine neue Autorenentdeckung, obwohl also, ich ja eigentlich nicht so viel auf Autoren gebe, aber es war tatsächlich eine Entdeckung und... Also Barbara Cartland, der Name hatte halt den Effekt auf Sina, als wenn man Emma sagt, du kriegst ein Würstchen. Japp, japp, wo ist es? Japp, japp. Ja, also Barbara Cartland ist halt jemand, den ich immer noch ganz gerne zwischendurch mal höre, die Hörbücher oder halt auch lese, weil es ist einfach, es ist so quietschenkitschig, es ist so abgefahren kitschig. Das so würde heutzutage keiner mehr schreiben und keiner mehr, das würde einfach nicht mehr durchgehen. Das ist so aus der Zeit gefallen, aber es ist einfach so kitschig und übertrieben und trotzdem mag ich es. Also ich kann nicht sagen, dass ich die Bücher nicht mag oder dass sie schlecht sind. Also doch rein logisch kann ich sagen, die sind schlecht, aber gefühlstechnisch mag ich sie. Also ja, es ist halt von mir auch immer wieder eine Empfehlung, wer auf diese Art von Büchern abfährt, sollte auf jeden Fall mal ein Cartland gelesen haben. So, dann 2022. Hast du dann schon Keeper of the Lost Cities Teil 2 gelesen? 2 Keeper in einer Woche. Ja, und ich muss sagen, das Keeper-Fieber hatte mich und hat immer noch. Ich fühle mich auch ganz krank, dass gerade kein Nachschub ist. Quatsch. Also gut, was soll ich jetzt über den zweiten Teil sagen? Ich bin jetzt mit dem
achten Teil durch. Und da kann ich euch jetzt nicht mehr ganz genau sagen, was ist in Teil 1, in Teil 2, in Teil 3 passiert. Es zieht jedenfalls genau wie bei Harry Potter, die Schraube wird immer mehr angezogen. Es wird dunkler, es wird spannungsgeladener, es gibt teilweise ganz... Es wird erwachsener? Ja, es wird erwachsener. Sie werden ja auch älter. Also ich weiß gar nicht, wie alt ist Sophie, wie wir sie kennenlernen. Ich glaube 12, 13. 12, glaube ich. Irgendwo so um den Dreh. Und es vergeht ja nun auch eine Menge Zeit. Also sie wird auch immer erwachsener und die Probleme werden auch erwachsener. Naja, hoffentlich entscheidet sie sich bald mal für einen. Also dann sind wir ganz erwachsen. Ja. So, Film, wo Ma ist in einer Woche dann halt zweimal zu den Keeper of the Lost Cities gegangen und ich war zweimal auf der Isle of Skye. Einmal nämlich ja mit diesem Silken Spell und ich war tatsächlich auch im gleichen Jahr, war ich nochmal dann auf der Isle of Skye mit Begehrt von einem Highlander. Und da geht es darum, dass ein Kloster angegriffen wird, ein Highlander rettet die, auf die sie es abgesehen hatten bei diesem Überfall. Und er ist jetzt so ein bisschen in ihre Leibgarde und dann gehen sie halt und versuchen den Leuten zu entwischen, die halt es auf ihr Leben abgesehen haben. Und ich habe mich bestens unterhalten gefühlt. Es gab einen ordentlichen Bodycount in dem Buch, also da waren ziemlich viele Leichen und es war einfach sehr abenteuerhaft und es war, ja, ich hatte meine Freude. Ich hatte mit ihnen auch als Pärchen meine Freude und ich habe auch Band 2 hier schon liegen. Also, ja, bin ich noch nicht zugekommen. Ein Jahr später kann ich sagen, ich habe es dann doch noch nicht den zweiten Teil gelesen, aber er liegt hier ja schon. Und ich mochte auch den Clan. Also definitiv mochte ich. So, und das war dann jetzt auch das letzte Buch. Es war das letzte Buch und das sagst du jetzt so, du kannst mich doch ein bisschen eher erlösen. Ja, also du kannst die Anspannung kann nachlassen, du hast das richtig gut gemacht. So, und wir hoffen, dass vielleicht das ein oder andere für euch dabei war. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bye-bye.